In dieser ersten Punkshow geht es um Stipendien für Elite-Unis, um die Möglichkeiten, mit wenig Eigenkapital schnelles Geld zu machen und die Frage, was ich meinen Kindern weitergeben würde. Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge der Ask the Punk Show, wo ihr die Möglichkeit habt, mir Fragen zu wirtschaftlichen und politischen Themen zu stellen und ich diese Fragen dann in Kurzvideos beantworte. Diesmal drehen wir die Ask the Punk Show bei der WU, wo ich in einer Stunde einen großen Vortrag halte. Gehen wir gleich zur ersten Frage. Erik fragt, wie kann ich mir ein Elite-Studium finanzieren, wenn ich aus einfachen Verhältnissen komme? Also Erik, die Frage ist sehr legitim, aber es gibt auf Elite-Unis, vor allem auf amerikanischen Elite-Unis, durchaus sehr substanzielle Stipendienprogramme. Das heißt, wenn du beispielsweise nach Harvard oder nach Stanford oder Yale gehen willst und deine Eltern kommen aus sehr einfachen Verhältnissen und haben wenig Geld, dann bekommst du in der Regel für die Studiengebühren ein Stipendium der Universität. Das nennt sich Financial Aid und die amerikanischen Programme sind hier sehr gut. Es gibt solche Programme auch in Europa, sind aber teilweise nicht so ausreichend und bei weitem nicht so gut wie in Amerika. Der nächste Punkt ist natürlich, dass teilweise auch der österreichische oder deutsche Staat Stipendien vergibt und auch gewisse Non-For-Profit-Organisationen wie beispielsweise die Rotaria oder Lions Club oder andere Organisationen. Der nächste Punkt ist natürlich, dass selbst wenn du die Studiengebühren gezahlt hast, musst du nicht noch von etwas leben. Beispielsweise in Boston, in New York oder in London zu leben ist sehr teuer. Und das geht in der Regel nur, wenn du neben dem Studium entsprechend arbeitest. Das heißt, ich habe neben meinem Harvard-Studium in der Regel 30 bis 35 Stunden pro Woche gearbeitet, neben dem Studium wohlgemerkt, und im Sommer dann 60 bis 70 Stunden in der Woche bei entsprechenden Praktika. Und die dritte Möglichkeit ist natürlich, dass du dir einen Studentenkredit nimmst, wenn das noch immer nicht ausreicht. Es gibt verschiedene Programme für subventionierte Studentenkredite, in Deutschland auch das BAföG, wo du die Möglichkeit hast, zu sehr niedrigen Zinsen oder gar keinen Zinsen, dir einen Ausbildungskredit aufzunehmen. Und das ist einer der wenigen Fälle, wo es sogar Sinn machen kann, Schulden aufzunehmen, nämlich dann, wenn du auf eine Elite-Uni gehst. Dino fragt, welche ist die beste Methode, schnelles Geld mit wenig Budget zu machen? Also Dino, das Problem ist das Wort schnelles Geld. Du kannst mit wenig Budget oder wenig Anfangskapital durchaus Geld verdienen, aber Geld verdienen dauert meistens eine gewisse Zeit. Vermutlich ist noch immer die schnellste Möglichkeit heute die New Economy. Das heißt, wenn du es schaffst, beispielsweise über Affiliate-Marketing oder über den Aufbau einer entsprechenden Online-Firma mit wenig Kapital etwas Gescheites zu machen, dann kannst du damit auch relativ rasch Geld verdienen. Es gibt auch andere Berufe, wo du mit relativ wenig Anfangskapital beginnen kannst, beispielsweise das Corporate Finance Geschäft, das Immobilienmaklergeschäft, auch als Vermögensberater oder ähnliches. Diese Berufe werden aber zunehmend schwieriger, weil sie eben vor allem die New Economy entsprechend dort Herausforderungen stellt und gleichzeitig auch die Regulierung immer strenger wird. Generell ist es so, dass du dir am Anfang deiner unternehmerischen Karriere sicherlich ein Geschäft suchen solltest, was wenig kapitalintensiv ist und wo du dein Know-how entsprechend durch Arbeitsleistung und Geschick möglichst gewinnbringend anwenden kannst. Aber all das dauert eine gewisse Zeit. Und die letzte Möglichkeit, die es auch noch gibt, sind sogenannte Work-for-Equity-Programme. Das heißt, wenn du beispielsweise gut programmieren kannst, gut Social Media kannst, gut verkaufen kannst oder Wirtschafts-Know-how hast, kannst du bei manchen Unternehmen anstelle eines Gehalts oder eines Arbeitslohns entsprechende Gesellschaftsanteile dafür bekommen. Und auch das ist eine Möglichkeit, mit relativ geringem Eigenkapital zu Vermögen zu kommen. Aber nochmals, all diese Dinge dauern eine gewisse Zeit. Wenn du in einem halben Jahr reich werden willst, kannst du nur ins Casino gehen oder Lotto spielen, aber die Wahrscheinlichkeiten dort sind sehr, sehr gegen dich. Timo fragt, wenn Sie wüssten, dass Sie morgen sterben würden und Ihren Kindern nur drei Eigenschaften hinterlassen könnten, keine finanziellen Mittel, welche drei Eigenschaften wären das, damit Ihre Kinder genauso erfolgreich werden wie Sie? Also das ist wirklich eine komplexe Frage, vor allem wenn es nur drei sein dürfen. Aber ich würde vielleicht Folgendes sagen. Als erstes, man braucht eine beinharte Disziplin, dass man das, was man sich vornimmt, auch umsetzt. Das heißt, sowohl finanzielle Disziplin, Disziplin, um seine Ziele zu erreichen und so weiter. Das zweite ist, man braucht klar definierte Ziele, das heißt, wohin will ich gehen und entsprechend auch eine Leidenschaft für diese Ziele. Und der dritte Punkt ist sicherlich, du musst ehrlich sein und Handschlagqualität haben und das tun, was anderen Leuten Wert stiftet. Sonst wirst du langfristig auch nicht erfolgreich sein.
Wenn euch diese Show gefallen hat, hinterlasst bitte einen Kommentar unter diesem Video und stellt weitere Fragen auf unserer Facebook-Seite Investment Punk oder auf der Investment Punk Academy Homepage, die wir dann wieder in weiteren Shows beantworten können. Alles Gute!